Trinkt hier irgendjemand Bier? Hallo? Bier? So, liebe Zockerlauncher, herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Die Siedler Aufbruch der Kulturen. Und ich hasse Windox Updates, ich hasse sie. Gerade hat es mir wieder alles zerschossen. So, ich hoffe, man versteht mich einigermaßen. Sieht aber so aus, als würde es funktionieren. Sieht aber auch nur so aus, ich weiß es nicht. Okay, hi Super Rising Storm, hi Master K, hi Ruchs? Du bist neu, dich kenne ich noch nicht. Sei gegrüßt, herzlich willkommen auf der Zocker-Lounge. Ja, Klang ist gut. Sehr schön. Gut, wir spielen heute eine Runde Aufbruch der Kulturen weiter in der zweiten Mission. Und wart ihr gerade dabei beim Siedler-Livestream von Ubisoft für das neue Siedler? Ist das nicht ein grandios geiles Spiel, was da auf uns zukommt? Ich bin gehypt. Sowas von. Nach wie vor. Und hi, Ugo, du bist auch neu, dich habe ich auch noch nie gesehen. Willkommen auf der Zocker-Lounge. So, wir haben eine Woche nicht gespielt. Ich glaube, es hat nur noch an Bier gefehlt, kann das sein? Und wir... Was sind das für Geräusche? Und wie war das? Wir wollten... Hier haben wir schon Burgen gebaut. Ey, das brennt. Seins aber auch. Gut, wir schießen ein bisschen mit Katapulten. So war das, genau. Treffen aber irgendwie nicht das, was wir treffen wollen. Oh, wobei das bestimmt ein Volltreffer war. Ach, guck mal hier, der hat Lebensenergie. Nee, das ist das Katapult. Es wurde also offensichtlich getroffen. Hat das dann hier, sehe ich nicht. Gut, das scheint ein bisschen anders zu sein. Okay, mein Problem ist aber, ich habe kaum Steine. Ich könnte hier vielleicht noch einen dazu reindonnern. Lass mal den mal hier weg. So vielleicht. Und ob wir zu viel versprochen haben, nein, ich glaube, wir haben nicht übertrieben. Das ist ein geiles Spiel, ist halt geiles Spiel. Geologe, sie werden beschossen? Tatsächlich. Dann habe ich hier vor, einen Wachturm zu bauen, aber, das ist doch alles nur optional, oder? Wo war das denn? Wo steht das? Hier, Hauptmission Oktoberfest. Das klingt schon so geil. Zeige, dass weder Sportler noch Gäste bei dir Durst haben müssen. Braue 60 Bier. Okay, nächste Frage. Das ganze Bier fließt doch ins Militär, oder? Ich werde gar kein Bier horben. Wo habe ich denn Bier? Also bei Siedler 2 im Original war es immer ganz einfach, Millionen an Bier zu horben, weil das hat man eigentlich immer im Überfluss gehabt. Weißbier. 16. Ne, immerhin. Brauerei. Du arbeitest... Wenn ich das richtig verstehe, hatte ich nicht sogar noch irgendwo eine, genau, einen Bau gegeben und da mir Getreide fällt, hatte ich das auch noch. Wobei, das ist eine Schweinerei. Also, nicht das Gebäude, sondern das heißt so. Und hallo Tisch. Ich hatte aber noch, genau, ich habe die Bauernhöfe schon gebaut. Hier stehen noch zwei, prima, das passt eigentlich alles. Gebäude fertiggestellt. Wo denn? Aha, da haben wir auch nochmal geguckt, dass wir mehr Steine kriegen. Aber ich glaube, ich habe so ein bisschen ein Nahrungsproblem. Ne, aber das Papier ich auch angegangen mit dem Gebäude hier. Das bauen wir hier noch. Die Brauerei, klar. Gebietsverlust an der Grenze. Ui, jetzt will er es aber wissen. Wie schaut es hier aus? Hier fehlt noch ein Brett. Dann sollten wir vielleicht hier auch irgendwie mal auf Sicherheit... Ist das zu nah?
eine Burg bauen und ein Katapult. Ob wir es brauchen, sei mal dahingestellt. Und wir könnten auch irgendwie vielleicht einen Aussichtsturm oder so, keine Ahnung. So vielleicht. Jetzt ist der Baum weg. Cool. Gut, kann ich trotzdem nicht sinnvoller anschließen. Übrigens haben mir die Militärkämpfe beim Stream sehr gut gefallen. Ja, das war sogar was, was man auf der Gamescom so gar nicht gesehen hatte. Wo sie dann am Ende gespoilert haben, ging es um Generäle. Oh, guck mal, der hat das Katapult weggeschossen. Cool. Also, die Truppen sind alle noch ein bisschen planlos rumgelaufen im Stream. Was man, wie das, glaube ich, gemeint ist. Ich weiß nicht, wie das ist, ne? Aber man kann dann Generäle bauen. Und mit denen kann man dann die Truppen auch steuern. So ein bisschen RTS-mäßig zumindest. Die kann man dann in eine Gruppe zusammenfassen, bis zu 200 Einheiten. Und dann zum Gegner rüber marschieren. Und man hat ja auch beim Gegner im Stream gesehen, dass der immer mit so einem General, nenne ich es mal, ich weiß nicht, bei General heißt, keine Ahnung, angegriffen hat. Das geht eigentlich hier ab. Opferung für Bier. Ja, genau, das wird mir jetzt richtig was bringen. Was fehlt hier? Eisen. Wo habe ich das eigentlich? Eisenschmelze hier. Was fehlt dir? Eisenerz. Okay, wir könnten vielleicht. Es ist aber ein extremes Nahrungsproblem bei mir. Fische können wir ja nicht bauen. Wo habe ich denn Windmühlen und so Zeug? Hier habe ich eine Windmühle. Wie schaut es bei dir mit Getreide aus? Ah, ich glaube, ich könnte noch locker mehr Getreidefarmen vertragen. Ah, shit. Und ich habe hier einen Steinbruch hingebaut. Achso, okay. Ich habe gedacht, ich hätte hier ein Militärgebäude hingebaut. Reiß nochmal ab. Das war nix. Das setzen wir vielleicht eher so. Okay. Oh, guck mal, Teddybären. Und du hier? Keine Steine mehr, huh? Angriff geht nicht. Und was ich offensichtlich auch überhaupt nicht habe, ist Holz. Habe ich da nicht nochmal irgendwo eine reingezimmert? Habe ich eigentlich wenigstens Werkzeuge mittlerweile? Eins. Okay, ich glaube, meine Produktion ist generell scheiße. Habe ich nicht noch irgendwo... Habe ich zumindest gedacht. Und warum habe ich hier wieder Soundfehler? Hier hätten wir doch noch Platz für sowas. Okay, dann halt nicht. Sägewerk? Jeppe. Einen Förster. Machen wir mal den Weg weg. Und halt hier noch einen Holzfäller. In der Hoffnung, dass die hier genug Platz haben. Okay. Erstmal vernünftig hinhocken hier.
Das könnte ja noch was Längeres werden. Also, wir hören nicht auf, falls die Mission ist... Es kann sein, da sind 10 Minuten vorbei, ich weiß es nicht. Wir machen auf jeden Fall heute noch ein bisschen länger und spielen auch noch dann die nächste Mission, je nachdem, wie sich das hier ergibt, keine Ahnung. Und du ballerst meine ganzen Steine weg, aber ich glaube, das ist eh nicht so das Problem. Treffer. Und du brennst nicht mehr? Okay, Gebäude mit Energieanzeige, interessant. Kann man dann mit dem Katapult alles abknallen? Vielleicht. Ja, also das kann schon sein, dass die Soundsfehler daher kommen, dass es zu performant läuft, also dass ich zu viele FPS habe. Möglich, ja. Aber ich meine, so schlimm ist es jetzt nicht. Oh, was ist passiert? Stark. Immer noch ist weit und breit kein Krieg in Sicht. Ich hasse diese friedlichen Zeiten. Dann solltest du schnellstmöglich Garibalds Vorankommen vereiteln. Du weißt ja, eine gescheiterte Aufgabe bedeutet die Abschaffung der Olympischen Spiele und damit keine vorgeschriebenen Friedenszeiten mehr. Ha, du schon wieder! Und wie soll es so weit kommen? Soll ich vielleicht die Schaumlieferung für das Bier lahmlegen? Das überlasse ich ganz deinem Einfallsreichtum. Will er mich jetzt angreifen? Oder hat es mit diesem Turm zu tun? Ist der besetzt? Hellebarde? Sieht so aus. Und was ist jetzt gerade mit meinem Chat passiert? Ich muss mal eben in Windows klicken. Verdammt. So, jetzt sehe ich ihn auch wieder. Hier wird eifrig weitergefeuert. Kämpfen wir irgendwo gegeneinander? Was baust du hier im Bauernhof? Macht mir nichts. Hier fehlt jetzt nicht mal Holz. Vielleicht braucht das Gebäude auch kein... Doch, bestimmt. Ah, und hier hatte ich sogar noch eine Holzproduktion. Ich wusste doch, irgendwo habe ich noch eine hingehauen. Vielleicht können die hier auch nicht mehr vernünftig arbeiten, weil... Kein Platz? Ich weiß es nicht. Aber hier ist ja auch noch Wald. Also eigentlich müsste sie schon können. Und hi Sonnenscheins! Wo habe ich denn Wirtschaftsstatistik für alles? Inventar, hier. Bier, wir haben 29. Ja, es nimmt zu, also. Die Hälfte haben wir. So, von hier kommen ja auch noch Steine. Das sieht gut aus. Hier fehlt nur Holz. Hier gebaut. Armbruster. Haben wir eigentlich Waffen? Kaserne? Wie schaut's aus? Hier sind 15. Haben wir eigentlich auch Gold? Na klar haben wir Gold. Hier haben wir oben Gold. Aber wir haben einfach überhaupt keine Nahrung. Das ist ja furchtbar. Weißbier. Ohne Witz. Ihr seid alle besoffen. Und die Devs sowieso. Hi Thomas. Hat das jetzt hier was gebracht, hier zu expandieren? Ist hier seine Hauptbase? Scheint ja nicht wirklich was gebracht zu haben, ne? Dann könnten wir ja... Also wir können hier auf jeden Fall mal einen Aussichtsturm hinsetzen. Hier. Spähturm. So, und jetzt ist das Gebäude auch weg. Hat mich ja auch gefühlt nur 3 Millionen Steine gekostet. Kann ich hier angreifen? Nö. Auch nicht.
wird es wahrscheinlich nur hier rumgehen, ne? Hier. Aha. Was heißt das? Ach so, Anzahl Bogenschützen, Schwertkämpfer, okay. Und ich habe hier sogar was Befördertes. Kein Schimmer, wie das Kampfsystem funktioniert, wie gesagt. Keine Ahnung. Aber jetzt müsste ich doch mit 10? Ach, wisst ihr was? Das probieren wir jetzt einfach mal aus. Speichern. Und Angriff. Was passiert? Kommt ihr jetzt hier alle raus? Und wo ist der Beförderte? Warum kommen die Schwachen als erstes? Ach, hier kommt auch noch was mit. Ihr habt einen anderen Helm. Oh, oh, und er hat... Boah, hey, ich hab keinen Schimmer. Aber das sieht ja auch nach epischen Echtzeitkämpfen aus. Was ist jetzt los? Einen wunderschönen guten Tag. Wir kommen, um euch daran zu erinnern, beim Olympischen Komitee den Antrag für die Spezialsportart der Bajuwaren einzureichen. Was? Bierkrug heben? Das passt mir gerade gar nicht in den Kram. Zu eurer Erinnerung. Durch die Erfindung einer individuellen Sportart soll der Herrscher seine Kreativität beweisen. Die Machbarkeit der Idee muss anschließend durch einen Probelauf bewiesen werden. Das bringt mich auf eine grandiose Idee. Sachmet wird sehr zufrieden mit mir sein, wenn ich an Garibalds Stelle für die Bajuwaren eine Spezialsportart erfinde, die sie auf keinen Fall schaffen können. Nun, Garibald? Herrgott Sakrament, im Stress leidet Herrgott Sakrament! Einfallslosigkeit. Lieber Garibald, trink erst mal ein Bier. Kann ich die Sache übernehmen? Euch schickt der Himmel, Wüterich, einverstanden. Wohl eher die Hölle. Mir fällt ganz sicher eine wunderbare Sportart ein. Wow, Krieg! Was sind denn das für Geräusche? Und wo? Hat er hier Bogenschützen? Krass. Habe ich ein Problem? Keine Ahnung. Da bin ich schon mal drauf gegangen. Da auch. Oh, oh. Ich glaube, wir können wieder laden, hä? Ich scheine ja nicht mal... Okay. Toll. Also, das zum Thema erster Kampf. Das war ja mal gar nichts. Wie kann ich denn... Also, wir haben jetzt hier nur Noobs drin. Okay, Wismar. Danke. Auf die harte Tour gelernt. Militär... Anzahl der Soldaten in Gebäude unmittelbar näher des... Ja, das hört sich ja gut an. Was haben wir hier? Das ist egal. Anzahl der Soldaten, die im Falle eines gegnerischen Angriffs zur Verteidigung ausrücken? Alle. Warum auch nicht? Oh, das sehe ich jetzt auch... Ach, nein, das haben wir schon gesehen, danke. Befördern tue ich doch hier, ne? Aber wir haben kein Gold, weil... Weil wir keine Münzen haben und wir haben keine Münzen, weil wir kein Essen haben. Toll. Ein Teufelskreis. Gut. Konzentrieren wir uns aufs Wesentliche. Wir brauchen Bier. Bier 30. Dann sind ja hier dementsprechend keine Einheiten. Hellebardier? Was ist mit ihr? Hellebarden-Rekrut. Ihr seid befördert. Rang 2. Rang 1. Okay. Baue ich schon, Master. Die Bauernhöfe sind ja alle schon in Bau. Aber ich habe offensichtlich auch keine Werkzeuge. Also meine Produktion läuft einfach gar nicht.
Im Prinzip bräuchten wir Eisen, ne? Kohle haben wir offensichtlich. Ist aber auch auf Null. Wir haben einen Haufen Mehl. Mühle. Habe ich nur einen Bäcker gebaut für eine Mühle? Wo habe ich denn überhaupt hingebaut? Bäcker? Hier, Bäckerei. Was fehlt dir? Salz. Toll. Und ihr schafft nur mit Fisch. Das ist interessant. Wenn ich einen frisch baue, bringt das was? Fängt der an zu arbeiten, die ersten 8 Einheiten oder so, ohne Nahrung? Weil Fisch geht ja meiner Meinung nach hier auf der Map gar nicht. Dann müssten wir nochmal gucken, was wir... Hier läuft noch die Lederproduktion. Das kann auch dauern, ne? Jagdhütte, du hast, ne, 74% immerhin ein bisschen. Wo haben wir denn noch Tiere rumstolzieren? Nirgends. Toll. Braucht ihr auch Fisch? Nee, ihr schafft mit allem. Bierschinken. Brezel, ihr nehmt alles. Habt ihr auch ein bisschen. Am besten ist, wenn du beim Militär den Fernregler auf minimal stellst. Und den Mittel- und Nahregler auf Max stellst. Den Mittel auch? Hier könnten wir auch nochmal Steine klauen. Aber ich kriege ja eh die Gebäude nicht besetzt, ne? Das ist doch... Ja. Gut. Wir haben ja noch die Variante Katapulte in dem Spiel. Und das hier schießt bestimmt. Das war eher überflüssig. Und da rennt ein Bär rum. Und der Bauernhof ist auch besetzt, weil da sind jetzt Felder. Das ist gut. Der auch. Es tut sich dann doch langsam was. Hier ist ein Soldat drin. Wir haben auch zig Bogenschützen. Das mit den Pferdenkämpfern erschließt sich mir auch noch nicht wirklich. Hier sind Bären, dann tun wir doch hier noch so einen Jäger hinbauen, oder? Sind hier noch Tiere? Mach den mal hier hin. Militär. Meine Wirtschaft ist mal richtig bescheiden. Gebäude fertiggestellt. So, nochmal, wie kommen wir an Fisch? Das ging doch dann nur über Ding, aber hier müssen wir erstmal Leder liefern. Ich könnte jetzt mal hergehen und sagen, ich brauche das hier nicht. So, wie kann ich das Gebäude anhalten? So kann ich es anhalten. Mach mal Pause. Und ihr produziert vielleicht. Ach, ihr seid nicht mehr besetzt. Okay. Blöd.
Haben wir jetzt wenigstens mal ein bisschen Holz? Ja. Wenigstens das. Und biertechnisch... Falsche Statistik. Ja, steigt. Steigt so langsam an. 40. Ich verbrauche ja auch ständig Bier. Und hier sind jetzt... Ich verstehe nicht, wie die Beförderung läuft. Tauscht ihr hier Personal? Hier haben wir auch noch einen Münzpräger. Du kannst sogar gerade eine prägen. Komm, an die Arbeit. Alle, komm los. Ach, das Gold ist noch nicht da. Das kommt erst. Toll. Oh oh, hier baut er jetzt eine Wachhütte. Da könnte er mir jetzt hier gefährlich an meine Goldmünzen ranrücken. Schergen besiegen. Es ist nur eine Nebenmission. Gut, vielleicht bringt ja hier mein Katapult ein bisschen was. Das Ding ist nicht mal... Ach, der baut den... Ach, den kann man auch ausbauen? Gebäude updaten. Geht das hier auch? Oh oh. Fäulen ist tot und Eiterpusteln. Warum geht die Produktion der Bajuwaren denn immer noch so gut voran? Wüterich, du solltest sie doch sabotieren. Mir ist etwas Besseres eingefallen. Ich habe beim Komitee eine Spezialsportart eingereicht, die... Ha, du kennst wohl die Agenda nicht. Die Spezialsportart ist erst die übernächste Aufgabe. So lange werde ich bestimmt nicht warten. Du heuerst jetzt sofort ein paar Strauchdiebe an, die Garibald zu Leibe rücken. Oh oh. Oh 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 oh. Du bist auch nicht besetzt, oder? Und kannst du nicht auch hier drauf schießen? Eisenbergwerk, keine Ressourcen im Umkreis. Okay. Dann mach's gut, ne? Wir haben aber hier erst zwei gebaut. Wir können auch hier noch eins hinbauen. Granit. Nein, ich suche Eisen. Gerade haben wir ein hübsches Sümmchen zugesteckt bekommen, um dich zu vernichten, Garibald. Was? Unsere Katapulte haben wir schon in Stellung gebracht. Was? Alter, lass mich doch spielen. Bravo. Du hast die geforderte Menge Weißbier gebraut. Und, habe ich gewonnen? So ein Mist. Das nächste Mal nehme ich nicht die Schergentruppe aus dem Sonderangebot. Dafür, dass du schon wieder versagt hast, sollte ich dich unangespitzt in den Boden rahmen, Wüterich. Haha, geschafft. Und das mit einem ganz passablen Ergebnis, wie ich meine. Wohl wahr, Garibald. Wenn alle Prüfungen so gut ausgehen, werde ich bei der Bestrafung der Menschheit in der Tat nachsichtig sein müssen. Dass der Chefe sich erbarmt, glaube ich erst, wenn Garibald nicht nur eine, sondern alle Aufgaben geschafft hat. Und wenn Hatschepsut und MacDoyle ebenso erfolgreich waren. Na, geht's noch weiter, oder? Zeige, dass weder Sportler noch Gäste bei dir dursten müssen. Brau 60 Bier ist noch nicht erfüllt. Wie? Bin ich jetzt gerade wieder hinten runtergefallen mit Bier, oder? Ich habe aber auch erst 44 hier. Verstehe ich jetzt nicht. Ich
habe auch noch keine 60 Bier. Ich wollte aber gerade eine Eisenmine setzen. Mensch. Hier, Eisenbergwerk. Kann man den nochmal ausbauen? Nicht genug Platz. Okay. Kann ich die ausbauen? Keine Erweiterung möglich. Und warum kann ich nur zwischen Fernkämpfern und Nahkämpfern wechseln? Und was überhaupt, was soll das bringen? I don't know. Geht hier noch ein fescher Bauernhof hin? Ah, Sumpf, ne? Aber hier... Hier haben wir eigentlich auch einen Haufen Platz. Gefühlt bis jetzt so kann man ja nicht genug Bauernhöfe haben in dem Spiel. Macht das Sinn, mit Fernkämpfern anzugreifen oder greift man lieber mit Nahkämpfern an, weil Mixen geht ja offensichtlich nicht? Oder brauche ich zwei Militärgebäude, wo einmal Fern- und einmal Nahkämpfer drin sind? Oh Mann, und ich habe kein Werkzeug fürs Katapult. Was soll denn das jetzt wieder? So viel brauche ich doch gar nicht, oder? Naja, eigentlich brauche ich die ganze Zeit. GG. Forsthaus Holzfällerhütte. Okay, hier wollte ich nur Baumstämme produzieren. Macht natürlich Sinn, hier einen Bauernhof ans Forsthaus zu bauen, ne? Total. Okay, also Mixed macht mehr Sinn, hätte ich mir jetzt auch gedacht, aber wie mixe ich die denn dann? Dann sollte ich ja eigentlich hergehen, wenn hier, dann müsste ich ja eigentlich hier jetzt Fernkämpfer reintun, weil hier sind näher und die Burg ist ein bisschen näher. Vielleicht habe ich das jetzt gemacht. Austausch läuft bereits. Okay. Und die könnte jetzt ja mal langsam besetzt sein. Das ist pure Taktik, schreibst du. Wo da Taktik sein soll, erschließt sich mir, wie gesagt, noch überhaupt nicht. Es ist noch so ein bisschen planlos hier. Sollte ich nicht hier auch Fernkämpfer... Ja, gut. Oh, der hat Fische. Wie gemein. Vielleicht hätte ich ja hier hinten... Nee, hätte ich nicht, ne? Vielleicht hätten wir hier unten noch Glück. Probier mal aus. So, wäre echt dufte, wenn du mal hier... Nee, du nimmst noch Steine mit. Hauptsache ist, die Schweindel haben genug Bier. Genau.
So, jetzt hat er hier auch Land ein. Oh je. Bier. So, jetzt haben wir die 60 Bier. Hallo? 62. Müssen die noch ins Lager? Trinkt hier irgendjemand Bier? Hallo? Bier? Ach, und das mit dem Leder ist doch auch oberassig. Ich habe schon alle Tiere getötet. Keine Ressourcen im Umkreis Steinbruch. Nein! Das trifft dann dich, ne? Am ehesten. Gibt's wenigstens ein Werkzeug? Hier könnte man eine Jagdhütte hinbauen. Gewonnen? Du hast alle Hauptzölle erfolgreich beendet und damit die Mission geschafft. Wenn du möchtest, kannst du... Nö. Ha! Geht doch! Das war abrupt.